So, der Innenausbau neigt sich dem Ende zu und ich möchte euch heute einfach so mitnehmen, eine kleine Roomtour durch das Auto, was ich innen jetzt getan habe und euch ein bisschen was dazu sagen, warum ich das getan habe, wie ich das getan habe, vielleicht für den einen oder anderen ganz auch interessant, der das selber vielleicht auch tun möchte. Also im ersten Teil habe ich euch gesagt, wie ich das, worauf ich jetzt liege, gebaut habe. Und im zweiten Teil, wie ich die Folien hier angebracht habe, sieht man natürlich jetzt nicht von innen. Und ja, in dem dritten Teil habe ich euch gezeigt, wie ich das Armaturenbrett beklebt habe oder bezogen habe, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, dass ich da hier schlafen möchte, ruhig schlafen möchte, eine blickdichte Kabine und halt so ein paar Deko-Elemente oder wie das halt jetzt innen im Auto komplett aussieht. Gut, dann schwenke ich mal um und dann gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Was ihr hier seht, das ist der Himmel. Das ist quasi ein Tuch, was ich gespannt habe. Dieses Tuch ist mit doppelseitigem Klebeband. Ungefähr alle so 10 cm hält das fest. Ich habe das, was ich genommen habe, achtet da wirklich drauf, dass ihr ein gutes nehmt, weil das, was ich genommen habe jetzt, das funktioniert sehr gut. Oh, ist mir das schärfer hier. Naja, seht, ist ein Deckenhimmel. Auf jeden Fall, das, was ich genommen habe, das funktioniert sehr gut. Und da gibt es einige, die nicht so gut funktionieren. Ich habe euch das unten verlinkt, was ich genommen habe. Und das halt wirklich richtig Bombe, Textil an Textil. Und ja, bin ich sehr zufrieden damit. Dann die Fenster, die habe ich wie folgt gemacht. Ich habe hier, also es sind ja insgesamt 6 Fenster. 1, 2, 3, 4 und auf der anderen Seite noch 5, 6. Hier habe ich oben mit 2 Kabelbindern, indem ich ein Loch hier durchgemacht habe, habe ich eine Bambusstange dran gemacht und die habe ich vorher benäht, einfach mit einem, ja, einem Kopfkissenbezug und ja, und so hängt das jetzt hier dran, ist halt so eine Stange, die hängt da dran und wenn ich schlafen will, tue ich mit Magneten das hier in die Innenscheibe vom Auto, das ist ja Metall, hier ist Metall und da mache ich Magnete dran und dann ist das hier zu. Hier war oben gar nichts dran. Wir machen das mal runter. Einzig und allein was dran war, waren halt die Buchsen, wo man irgendwann dann halt irgendwas dran machen kann. So, und hier war es auch was zum Aufklappen und da war ja so ein Metallding. Und da habe ich einen Haken reingemacht, einfach einen Haken, der relativ den Bambusstab hier richtig ranspannt. Man sieht, der ist ja komplett frei, aber der wird hier sozusagen rangezogen an der Stelle. Und ja, und das eine reicht vollkommen aus. Dann habe ich wieder einen Bambusstab bezogen mit Stoff, also benäht hier, oben das dann halt zusammengenäht und dann hier einfach reingehakt. Und genauso, wenn ich das habe, also wenn ich das dann dunkel haben möchte, tue ich das wieder hier alles an die Scheibe kleben, beziehungsweise wenn das hier zu ist und das kann ich auch einfach, hier gibt es ja auch so Sachen am Auto, hier, da kann man das auch einfach hier einklemmen. Und das ist hier. Für hinten habe ich quasi erst solche Magnete gehabt und auch so eine Stange hier. Mache aber das in Zukunft so, dass ich einfach mit Magneten, weil es ja direkt am Metall hier ist, einfach ein Tuch nehme und mit den Magneten, das Tuch liegt jetzt hier unten, mit den Magneten zack, 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 einfach abends ein Tuch spanne. Das Tolle ist daran, dass man von außen durch die Tönung, und deshalb habe ich auch die Tönungsfolie rangemacht, dass man durch außen nicht sieht, dass das, ja, dass das irgendwelche Bettlagen sind oder sonst was, sondern da sieht man nur Dunkelheit und komplette Dunkelheit. Und das ist eben auch der wichtige Punkt, warum ich vorher Folie dran gemacht habe. Genau, das habe ich sozusagen jetzt zum Schlafen. Und dann nach vorne, und erstmal hier habe ich noch ein bisschen ausgelegt mit so ein paar Matten und ja, auch einen veganen Fell wohlgemerkt. Also das ist ein, ja, Polyester wahrscheinlich. Genau, und vorne habe ich ein extra Tuch.
Dieses extra Tuch habe ich auch wieder mit doppelseitigem Klebeband oben versehen. Und an den Seiten kann ich das hier ja, einfach einspannen in diese Bambusrohre, die natürlich auch auf der anderen Seite sind. Und das kann ich dann hier abmachen. Und dann fällt das halt dann runter. Und dann hat man dann hier so ein Achso, das hier hängt noch ein. Ach, kommt noch dazu. So. Und beim Schlafen kann man das hier runter machen. Und da ist das dann halt quasi alles komplett dicht. Genau. Indem ich das hochmache, da habe ich einfach hier unten einen Haken dran gemacht. Und den Haken, den habe ich dann hier. Hier wird es dann sozusagen eingehakt hier vorne. Das Tuch. Ja, damit man dann auch was sieht bei der Fahrt. Ja, ansonsten dekotechnisch ja, habe ich halt noch ein bisschen blumenmäßig nachgerüstet. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die ich getan habe. Und zwar ist das Folgendes. Da ich ja im Winter und auch im Sommer hier in dem Auto schlafen möchte, dann ist es natürlich so, kommt ja irgendwann dann mal, ist es zu warm, ne? Und oder es braucht Luft, weil es hier drin so feucht wird. Und da habe ich ein Fliegengitter dran gebaut. Und dieses Fliegengitter ist halt toll, weil man kann die Scheibe quasi runterleiern. So, die Scheibe ist jetzt unten, aber trotzdem kommt hier Luft rein. Und das Fliegengitter habe ich ja, wie ein ganz normales Fliegengitter installiert. Das heißt, ich habe von der Außenseite ja, einfach diese Klebestreifen rangemacht und dann die Folie drauf gepappt. Das heißt, wie ihr es in einem Fenster auch tun würdet, ja, habe ich das gemacht. Das sieht natürlich nicht so toll aus, aber ja, unterstreicht halt so ein bisschen, wenn jemand vorbeigeht, so das Gefühl, boah, das Auto klaue ich bestimmt nicht. Das ist ja, einfach so drauf gerotzt quasi. Und ja, und ich denke, das ist dann eher von Vorteil. Und mal sehen, was der TÜV zu sagt. Auf jeden Fall, man kann wunderbar natürlich durchschauen, wenn man quasi ja, fährt und man sieht dann halt alles, also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und ich weiß nicht, ob das dann hält, ich fahre meistens auf der Autobahn maximal 90 bis 100 km/h, vielleicht kann man das auch sogar während der Fahrt auflassen, weil meine Lüftung funktioniert ja nicht, auflassen und dass dann Wind reinkommt, ohne dass es so dermaßen reinzieht, wie es ja normalerweise der Fall ist, wenn man auf der Autobahn 90 oder 100 fährt. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, werde dann sicherlich auch berichten in einem der anderen Videos. Aber so sieht es jetzt quasi in meiner kleinen Höhle hier aus. Ja, bin sehr zufrieden, dass das alles, bin jetzt quasi fertig mit dem Ausbau, dass das alles extrem preiswert über die Runden gegangen ist. Diese Dinger hier, die habe ich für 6,95 Euro alle gekauft und da ist noch ein Bezug fürs Kissen dabei, also es war ein Bezug für das Kissen und ein Bezug für die Decke, das war so ein Mikrofaser-Vlies und ja, und das war, ja, wie gesagt, 6 Euro, 5,98 oder so. Und damit habe ich ja alle Scheiben jetzt hier zugemacht. Und auch sonst für unten ins Bett habe ich gar nichts bezahlt. Klar, das Tuch hier oben, das habe ich bezahlt. Das kostet 12,95, kann ich euch verlinken. Das ist ein total schönes Tuch mit den ganzen Sternhimmeln. Mit dem Sternhimmel beim Schlafen ist halt perfekt. Ja, und halt so Kabelbinder oder so weiter. Aber ich habe echt vielleicht für den gesamten Ausbau, keine Ahnung, inklusive der Folien, die ganz, dass es foliert ist und dem Klebeband, vielleicht maximal 50 Euro ausgegeben. Maximal 50 Euro für den kompletten Ausbau zu einem quasi ja, Wohnmobil. Keine Ahnung, ob man das so nennen darf, weil dann gibt es vielleicht einige, die sagen, nö, da fehlt die Küche oder so. Aber das ist ja schön, als Rohköstler brauchst du keine Küche, gehst einfach raus, isst die Wildkräuter oder kaufst halt ein paar Äpfel und isst die Äpfel. Also von daher, ja, ist halt das echt das Schöne. Naja, ich bin jetzt fertig, durch mit der Übung, mit dem Ausbau. Jetzt geht es auf meine erste Reise und naja. Schreibt mir, was ihr fühlt, wenn ihr das alles seht. Schreibt mir vielleicht noch ein paar Anregungen, die ihr haben könntet, Tipps. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann morgen in dem nächsten Video. Euer Christian. Tschüss.
guten Morgen.